Hi-ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir. Ich habe wieder einige tolle Sachen neben mir auf den Lesestapel liegen, weswegen ich jetzt direkt mal mit der ersten Sache anfange, die mich hier schon die ganze Zeit am Anlächeln ist. Und zwar, ihr habt es jetzt schon gesehen, ist es Super Dragon Ball Heroes Universe Mission Band Nummer 2, sprich die Spin-Off-Serie zur Manga-Serie, die zum Videospiel erschienen ist, dass ich niemals gezockt habe, dieses Dragon Ball Karten Game. Und das wiederum ist irgendwie für alle Plattformen erschienen und ist bei Karten Dragon Ball Fans total der Hype gewesen, weswegen der halt auch relativ schnell so eine Manga-Serie zu erschienen ist, die ich mir dann reingezogen habe, da ich halt so ein Dragon Ball-Fan bin, dass ich mich da total drüber gefreut habe, dass da noch was neben den offiziellen Kanon erscheint. Und wie gesagt, die Serie hat bei mir richtig gut funktioniert. So gut, dass dann, wo die Spin-Off-Serie angekündigt wurde, für mich direkt feststand, dass ich mir diese Spin-Off-Serie auch holen werde. Und als der erste Band da bei mir zu Hause gelegen hat und ich feststellen musste, okay, das ist so eine Battle World, wo jede Menge verschiedene Versionen von Son Goku und den bedrängten Dragon Ball-Helden aus den verschiedenen Parallel-Multiversums-Welten aufeinandertreffen, war das für mich ein komplettes Fest, weil es halt solche Sachen möglich sind, wie das zum Beispiel der 90er Jahre Broly gegen den aktuellen Super Broly kämpft oder der GT Son Goku gegen den Super Son Goku oder. Und das ist für mich persönlich so viel Fanliebe, die einem da geboten wird, und es ist komplett toll in Szene gesetzt. Hat das natürlich nicht die ausufernde Handlung, aber es hat tolle Kämpfe, und viel mehr verlange ich teilweise von Dragon Ball einfach nicht, weswegen das für mich persönlich die beste Spin-Off-Serie ist, die ich von Dragon Ball bis jetzt gelesen habe, und ich freue mich tierisch auf den zweiten Band. Als nächstes wiederum habe ich hier 4 Variant-Cover liegen, die für mich persönlich jetzt eine Sammlung voll machen. Und an der Stelle ist es die Alex Ross Fantastic Four Variant-Cover-Sammlung vom guten Dudes Comic Corner gekauft, der an der Stelle gegrüßt ist. Und für mich persönlich bin ich dann jetzt tatsächlich bei Spider-Man raus. Ich habe jetzt die ganzen letzten 20 Hefte nicht mehr gelesen von Spider-Man. Wir sind jetzt hier mittlerweile bei Heft Nummer 30 bis 33, habe ich hier glaube ich in der Hand, oder bis 34. Ich bin mir gerade unsicher, welches jetzt das niedrigste Heft und was das höchste von der Nummerierung hierher ist. Allerdings sind es jetzt die letzten Hefte, die ich mir gekauft habe, weil ich einfach bei Spider-Man nicht hinterherkomme. Ich habe es von Anfang an gesagt, Nick Spencer ist für mich persönlich zu sehr wiedergekaut von seinem Schreibstil und hat für mich nicht genug eigene Ideen, die mich komplett abholen. Natürlich haben mir die letzten Hefte auch Spaß gemacht, was man auch an meinen Reviews gesehen hat, wo ich, glaube ich, gar nicht mal so schlechte Bewertungen für rausgehauen habe. Aber sie haben bei mir nicht dafür gesorgt, dass ich Bock hatte, mir die nächsten Hefte reinzuziehen. Ich hatte zwar genug Bock, mir die Hefte zu kaufen, aber anscheinend immer noch nicht zu lesen, weswegen halt so ein dicker Stapel noch auf dem Lesestapel liegt und ich für mich beschlossen habe, okay, ich werde jetzt erstmal bei Spider-Man das Abo kicken und werde warten, ob ich die Hefte jetzt im nächsten halben Jahr nachlese, und wenn das der Fall sein sollte, werde ich halt auf die Trades umsteigen und dann vielleicht irgendwann wieder zur Heftserie zurückkehren, aber aktueller Plan ist das jetzt erstmal liegen zu lassen. Und jetzt habe ich in der letzten Panini-Vorschau gesehen, dass mittlerweile Matthew Rosenberg mit einer Serie dran ist, und das ist ein Autor, den ich in den letzten Jahren wirklich abgefeiert habe, und der macht jetzt halt zum fließenden Übergang. Also Nick Spencer gibt jetzt nicht einfach an Rosenberg ab. Nein, die schreiben jetzt ein paar Hefte zusammen, bis dann Rosenberg die Serie übernehmen wird. Und das ist dann für mich wieder so mega ärgerlich, weil man keine neue Nummer 1 bekommt, wo ich jetzt hätte den nächsten Einstiegspunkt einfach nehmen können. Dann hätte ich einfach das Nick Spencer-Kapitel abgehakt und das wäre es gewesen. Aber nein, jetzt bin ich doch gezwungen, vielleicht wieder bei Nick Spencer einzusteigen. Aber da sind wir dann beim nächsten Punkt, weil ich habe keine Lust, mich zu etwas zwingen zu lassen, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Und meine eigentliche Lust auf Nick Spencer ist aktuell der Null, weswegen ich jetzt halt diese 4 wunderschönen Variant-Cover als Ausstiegspunkt bei Spider-Man genutzt habe, aber ich habe Bock auf Rosenberg, aber ich möchte mich dann auch nicht von meinem eigenen Konsumverhalten gefangen nehmen lassen, weswegen meine Entscheidung weiter feststeht. Falls ich jetzt diese Hefte nicht ablesen sollte, vom Lesestapel werde ich erstmal raus sein, und wenn jetzt irgendwie in 3-4 Jahren der Rosenberg-Run von Spider-Man doch noch komplett gehypt wird und als das Nonplusultra an Spider-Man gelten sollte, werde ich mir dann halt irgendwann die Trades nachkaufen. Ansonsten ist es das bei Spider-Man bei mir persönlich erstmal gewesen. Ballert mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr da vorgeht, wenn eine Serie sich zu lange auf dem Lesestapel bei euch ansammelt. Zu guter Letzt für dieses Video habe ich noch etwas, was Hasbro mir zugeschickt hat, und zwar ist das dieser Hulk aus der Legends-Serie oder besser gesagt aus der Legends-Retro-Kenner-Serie. Eigentlich sind ja Marvel-Figuren damals nicht bei Kenner veröffentlicht worden, aber der gute Hasbro-Verlag, wollte ich gerade sagen, aber ich meine tatsächlich die Firma Hasbro hat sich ja dazu entschieden, jetzt auch in dieses Kenner-Label einfach so Retro-Figuren reinzupacken. Demzufolge sind die so den Toybiz-Figuren nachempfunden, die Figuren, sprich, die haben jetzt nicht so viele Artikulationspunkte, und bei den meisten Figuren aus dieser Reihe ist für mich das absolute Highlight halt das Blister als solches, weil das wunderschön gezeichnet ist und halt so ein Oldschool-Flair mit sich bringt. Obendrauf haben wir hier die erste Version von Hulk, als er damals noch grau und intelligent gewesen ist, und eigentlich tendiere ich bei diesen Figuren immer dazu, die eingepackt zu lassen, weil halt das Blister so unglaublich toll aussieht. Da ich aber an der Stelle auch die Figur so cool finde, auch wenn sie wenig Artikulationspunkte hat, sieht die unglaublich witzig aus, weswegen ich die Figur an der Stelle einfach mal auspacke. Also
Ich habe bis jetzt noch keine Figur aus dieser Reihe ausgepackt. Wie gesagt, das sind für mich eher so Figuren, die man sich an die Wand hängt, aber den wollte ich mir definitiv mal ausgepackt ins Regal stellen, weil ich finde, der sieht unglaublich cool aus. Hat natürlich den Nachteil, dass er halt wirklich nur die Arme nach vorne bewegen kann, sprich, so viel ist von der Artikulation her nicht möglich, es sind auch nicht so viele Posen drin und er hat die eine Hand halt so offen, plus, dass da halt kein Gegenstand dabei ist, den man da reinstecken kann, deswegen das halt so ein bisschen unnatürlich aussieht, wollte ich gerade sagen, aber sie haben dann doch die Finger so angeordnet, dass es natürlich aussieht. Sprich, es ist keine Figur, mit der man wirklich viel anstellen kann im Regal, aber sie sieht furchtbar cool aus. Obendrauf hat man noch eine Karte mit dabei, die man sich hinten aus dem Blister ausschneiden kann. Das werde ich euch noch hier links oder rechts neben mir von mir eingeblendet haben. Das habe ich schon wieder erwähnt, obwohl ich mir abgewöhnen wollte zu erwähnen, dass ich was einblende, weil ihr seht ja eh, dass es eingeblendet ist. Da muss ich das nicht noch betiteln, dass es eingeblendet ist, weil ihr seht doch so, dass es eine Einblendung ist. Ihr wisst, was ich meine. Beim nächsten Video werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erwähnen, dass ich es eingeblendet habe, wenn es gerade am einblenden bin. Jetzt habe ich der ganzen Sache so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass ich das definitiv nicht fürs nächste Mal vergessen werde. Der Hulk ausgepackt sieht cool aus. Wie gesagt, hat es nicht so viele Artikulationspunkte, finde ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm und ist eine auf jeden Fall sehr gelungene Figur, die ich jetzt irgendwie neben mir berühmt im Regal platzieren werde. Damit sind wir durch für dieses Mal. Ballert mir unbedingt mal in die Kommentare rein, wie das mit eurem Lesestapel vor sich geht, wenn eine Serie sich wirklich zu lange bei euch sammelt und ob ihr euch die Spin-Off-Serie Universe Mission von Super Dragon Ball Heroes auch reingezogen habt und wenn ja, was da euer liebster Kampf gewesen ist oder allgemein, was euer liebstes Aufeinandertreffen wäre, was ihr so in Filmform oder in Mangaform noch nicht erlebt habt. Unbedingt mal in die Kommentare rein. Ansonsten sei gesagt, guckt auf Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!